Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Die Wintersonnenwende steht jetzt nochmal vor der Tür, kann man so sagen. Am 21. Dezember haben wir den kürzesten Tag und die längste Nacht in diesem Jahr. Und das ist für mich auch gleichzeitig so der Start, wo ich mich ein bisschen zurückziehe und ganz bewusst in die Energien der diesjährigen Rauhnächte eintauche. Also die Rauhnächte, das ist der Zeitraum vom 21. Dezember bis zum 6. Januar. Da herrscht immer so eine ganz besondere Energie, die ich persönlich als Kind auch wahrgenommen habe. Aber ich hatte damals keinen Ansprechpartner, mit dem ich mich hätte darüber unterhalten können, der mir hätte da ein paar Fragen beantworten können oder zu meiner Wahrnehmung, dass ich so das Gefühl hatte, da ist jetzt in diesen Tagen irgendwie ein bisschen was anders als sonst. Und ja, 2010 bin ich dann darauf gestoßen, dass es die sogenannten Rauhnächte gibt und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und in diesem Jahr, also 2011, habe ich dann auch zum ersten Mal mich in den Zauber der Rauhnächte, wie ich das inzwischen gerne nenne, begeben. Und seitdem mache ich da auch immer so eine herzensorientierte Jahresplanung. Und das beginnt einfach mit der Wintersonnenwende, wenn der kürzeste Tag und die längste Nacht ist. Und zwar nutze ich diese Energien dann ganz bewusst dazu. An diesem Tag herrscht ja viel Dunkelheit und im übertragenen Sinne könnte man diese Dunkelheit auf uns Menschen beziehen, dass man sich mal so seine Schattenseiten, also diese Seiten, die noch in einem drin sind, die man gerne loslassen möchte, Blockaden und Themen, oder dass man irgendwo mit sich in verschiedenen Bereichen noch ein bisschen im Unreinen ist, im Unfrieden ist. Das nenne ich gerne so ein bisschen die Schattenseiten in einem. Dass man sich das so bewusst mal anschaut an diesem Tag und dem Universum übergibt und loslässt eben. Das kann man auf verschiedenste Art und Weise machen. Ich selbst nutze da sehr gerne so ein bisschen ein kleines Feuerritual. In der entsprechenden Meditation lausche ich in mich hinein, wo gibt es da noch Dinge, Anteile in mir, die ich gerne lichtvoller gestalten würde. Das ist eigentlich ein guter Ausdruck, die ich lichtvoller gestalten würde. Und schreibe das dann zum Beispiel auf einen Zettel. Dann kommen ein paar Zettel zustande zusammen und gehe dann raus in die freie Natur und zünde dann einen Zettel nach dem anderen an. Schau, wie der Zettel verbrennt, verglüht, auch wie diese Flusen dann so ans Universum aufsteigen und ich so mit diesem Ritual das Ganze unterstütze und dann eben alles ans Universum eben übergebe. Und wozu ich den 21.12. auch sehr, sehr gerne nutze, ist, dass ich ja in meinen Wohnräumen hier im Haus die Energien, die nicht wirklich hier hingehören und die vielleicht noch da sind oder die sich irgendwo noch angesammelt haben oder irgendwelche Energieknoten, keine Ahnung. Es ist einfach nur so ein gutes Gefühl, dass ich hier einfach räuchere und das Haus so reinige. Das mache ich auch gern mit so einem kleinen Feuerritual. Aber das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, sowas in der Wohnung zu machen. Deshalb möchte ich jetzt hier weniger gern darauf eingehen. Du kannst zum Beispiel deine Räumlichkeiten räuchern mit verschiedenen Kräutern, die ja, dich gerade ansprechen, und einfach mit diesen Kräutern, weißer Salbei zum Beispiel, wenn du dir was kaufen möchtest. Du kannst aber auch ganz einfach verschiedene Küchenkräuter nehmen. Ich verlinke dir hier auch gerne unter diesem Video so ein paar Kräuter, die sich dazu ganz gut eignen. Und dann gehst du einfach mit so einer Räucherschale, Räuchersand, zündest die Kräuter an auf einer Räucherkohle und gehst da einfach durchs Haus und ja, mit der mentalen Ausrichtung dann, dass all das, was sich in deiner Wohnung, in deinem Haus befindet, was ins Licht gehen sollte oder zumindest deine Räumlichkeiten verlassen sollte, so räucherst du dann einfach die Wohnung aus. Und ja, das hat einfach auch so was Befreiendes. Ich habe dann anschließend immer so das Gefühl, oh, hier ist jetzt wieder alles viel, viel klarer und reiner. Mit ätherischen Ölen kann man auch arbeiten, dass man so einen Kaltdiffuser, den habe ich hier stehen, zeige ich dir mal gerade. Also das ist so ein Gerät, wo man einfach das Wasser
reinmacht in so eine Schale hier und ein paar Tropfen gutes ätherisches Öl, also wirklich da auf gute Qualität achten und dann wird das an die Steckdose angeschlossen und dann ist das wie so ein Vernebler. Also der Unterschied dazu ist einfach, dass man da auch keine Stoffe in einem hochwertig guten ätherischen Öl vernichtet, indem man das zum Beispiel in einer Schale mit heißem Wasser macht und so die klassische Form mit einer Kerze unten drunter nutzt. Und deshalb habe ich mir diesen Kaltdiffuser da irgendwann mal gekauft. Auch da merkt man, dass so eine andere Energie sofort in einem Raum herrscht, wenn ich den zwischendrin bestückt mit unterschiedlichen Ölen, die mich gerade ansprechen, einfach auch mal ein Stündchen laufen lässt. Gut, jetzt bin ich ein bisschen vom Thema der Wintersonnenwende abgekommen, aber das mit den ätherischen Ölen, mit dem Kaltdiffuser, ist mir jetzt gerade mal noch so unterstützend eingefallen. Ich denke, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und dich dazu einladen, auch in diesem Jahr die Wintersonne in der Richtung zu nutzen, vielleicht auch die Energien der Rauhnächte zu nutzen. Ich danke dir ganz herzlich für dein Dabeisein, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.